Street Row. Okay, da haben wir wohl den Spieletest-Teil erfolgreich abgeschlossen. Waren jetzt auch wirklich einige. Okay, was haben wir hier? Die Leserbriefe. Oh krass, okay, da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, auf Leserbriefe. Ich kann absolut nicht einschätzen, wie das... Also ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte cool werden. Mal gucken. Da haben wir Tipps und Tricks. Okay, die werden uns wahrscheinlich nicht so interessieren, aber schauen wir uns erstmal die Leserbriefe an. Herzlich willkommen zu den OPM2 Leserbriefen. Hier gehen wir allen PS2-Fragen auf den Grund und hören uns an, was ihr zu sagen habt. Ihr fragt euch, woher die Leserbriefe in dieser Erstausgabe kommen. Tatsächlich wollte ich gerade fragen. Die hier abgedruckten Briefe stammen diesmal aus der PS2-Post unseres Schwestermagazins OPM1. Aha. Beziehungsweise aus unserem Online-Forum auf opmnet.de. In Zukunft findet ihr hier selbstverständlich das Interessanteste aus den OPM2-Zusendungen. Alles klar. Los geht's. Hallo OPM-Team zur PS2-Vorbestellung. Also, ich habe mir eine PS2 beim Quelle-Katalog bestellt. Okay, genau auf sowas hatte ich irgendwie gehofft. Die Frage, muss ich jetzt Angst haben, dass ich keine PS2 kriege, weil ich gehört habe, dass Sony nur 500.000 Konsolen zum Day One ausliefert? Es wäre super, wenn ihr mir diese Frage beantworten könntet. Ciao, Salvatore via E-Mail. Wunderbar. Hi Salvatore, die schlechte Nachricht zuerst. Nicht 500.000 Konsolen sollen ausgeliefert werden, sondern nur 100.000. Sony garantiert jedem, der mit dem extra dafür vorgesehenen Coupon die Konsole vorbestellt hat, den Erhalt einer PS2. Es wurden nämlich nur 50.000 Coupons ausgegeben. Wenn du also deine PS2 mit diesem speziellen Bestellschein geordert hast, musst du dir keine Sorge machen. Ob der aber im Quelle-Katalog zu finden war, da haben wir unseren Zweifel. Viel Erfolg, dein OPM-Team. Ach, der arme Salvatore, er hat bestimmt zum Release keine PlayStation bekommen, oder? Man weiß es nicht. Salvatore, wenn du das hier hörst und siehst, gib uns eine Antwort. Sehr geehrte Damen und Herren, ich wollte Sie fragen, ob Formel 1 2000 für die PlayStation 2 irgendwelche Änderungen enthalten wird gegenüber Formel 1 2000 für die PlayStation 1. MFG Matthias H. via E-Mail. Hallo Matthias, zählen wir hier nur mal die wichtigsten Änderungen auf. Für genauere Infos wirfst du am besten einen Blick auf die Vorschau auf Seite 34. Im Großen und Ganzen ist es immer noch das gleiche Spiel, wie der Name schon sagt. Die Gegnerintelligenz wird um einiges höher sein. Es wird ein Safety Car und einen Planungsmodus für die Rennstrategie geben. Im Testfahrtmodus probiert der Spieler verschiedene Fahrzeugeinstellungen aus. Entsprechend der modernen Hardware ist die Grafik viel schärfer, flüssiger und detaillierter als beim PS1 Pendant. Gruß das OPM-Team. Peter Neuhoff aus Hannover. Hallo, meine Frage an euch. Erstens, wird es einen dritten Teil von Music für die PS1, PS2 geben? Zweitens, wann kommt ein neuer Teil von Grand Theft Auto heraus und für welche PlayStation? Drittens, wird es für die PS1, PS2 auch einen neuen Teil von Command & Conquer geben? Viele Grüße an euch. Hi Peter, sowohl Music als auch GTA werden im nächsten Jahr auf der PS2 fortgesetzt. Letzteres geht dann in 3D an den Start. Erwarte dasselbe Spielprinzip, aber dramatisch mehr Spieloptionen und Realismus. Music ähnelt der PS2-Fassung gängiger PC-Soundprogramme. Achso, ich kenne Music nicht, aber es ist wahrscheinlich sowas wie Music Maker oder so. Music in der PS2-Fassung gängiger PC-Soundprogramme. Die Funktionsvielfalt ist schier begeisternd, aber die Bedienung soll darunter keinesfalls leiden. Wir sind gespannt. Zu C&C gibt es im Moment noch keine Infos, wir bleiben aber natürlich am Ball, was sich in puncto Echtzeitstrategie auf der PlayStation 2 tut. Tschüss, dein OPM-Team. Hi OPM-Team, ich habe ein paar Fragen an euch. Erstens, werden weniger PlayStation 1-Spiele entwickelt, wenn die Leute die PS2 kaufen oder werden sie weiter wie bisher hergestellt? Zweitens, kann man mit der PS2 auch ins Internet? Oh, vielleicht kriegen wir dann eine Antwort auf die Frage, die eingangs aufkam. Drittens, wird es das Spiel Matrix auch für die PS1 oder PS2 umgesetzt? Oder kommt es nur für den PC? Ciao, Markus Weise aus Wimmelburg. Hallo Markus. Erstens, in Zukunft erscheint definitiv weitere Spiele für die PlayStation 1, denn schließlich konzentrieren sich die Programmierer jetzt verstärkt. Achso, definitiv weniger, genau. Spiele für die PS1, denn schließlich konzentrieren sich die Programmierer jetzt verstärkt auf die PS2. Laut einer Umfrage der führenden japanischen Videospielzeitschrift Famitsu wollen aber viele Entwickler selbst in 3 Jahren noch für die PS1 Spiele programmieren. Sicher hängt dies auch mit der Abwärtskompatibilität der PS2 zusammen. Zweitens, im Moment noch nicht.
Wir schätzen, dass es in weniger als einem Jahr möglich sein wird, mit der PS2 online zu gehen. Noch fehlt ein Modem, ein Online-Dienst und die Festplatte. Okay, es gibt uns, naja, also zum Launch ging es offensichtlich nicht. Keine Ahnung, ob das dann irgendwann mal ging. Drittens, von Matrix für eine der Sony-Konsolen haben wir bis jetzt noch nichts gehört. Im Augenblick wird jedoch über eine Spieleumsetzung des Cyberspace-Knallers verhandelt. Eventuell wird Shiny Entertainment eine Matrix-Version für die PS2 in Angriff nehmen. Mach's gut, dein OPM-Team. Hier kommt ihr zu Wort, egal ob ihr Fragen habt, Vorschläge loswerden wollt oder einfach was zu erzählen habt. Das OPM-Team freut sich über eure Post von euch. Was ist perfekt, was könnte besser gemacht werden? Lob und Kritik sind immer willkommen. Also haut in die Tasten und teilt uns eure Wünsche und Probleme mit. Das OPM 2 ist ein Heft von Spielern für Spieler. Eure Meinung zählt. PS, aus zeitlichen Gründen ist es uns leider nicht möglich, jeden Brief persönlich zu beantworten. Auch individuelle Tipps zu bestimmten Spielen können wir nicht verschicken. Wir bitten um euer Verständnis. Ach schön. Okay, also von mir aus hätte ich gerne noch eine zusätzliche Seite Leserbriefe geben können. Ich bin der Meinung, also ich hab echt viele Zeitschriften, nicht nur das PlayStation 2 Magazin. Ich bin der Meinung, in manchen gab es auch mehr Leserbriefe. Keine Ahnung. Können wir uns auf alle Fälle in Zukunft drüber freuen, wenn es mit dem Format hier irgendwie weitergeht. Aber das wird sich zeigen. Gut, Tipps und Tricks. Gut, also das sind jetzt so Punkte, die würde ich jetzt hier nicht mehr so genau unter die Lupe nehmen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, wenn euch das hier interessiert und ihr die Tipps und Tricks nicht im Internet findet, dann drückt einfach Pause und guckt euch das an. Ansonsten würde ich das jetzt mal eher skippen, beziehungsweise überfliegen. Okay, genau, also hier haben wir jetzt Tipps, ne, enge Kurven heißt Drifts, alles klar, geh aufs Ganze, gut, okay, also sind im Endeffekt so Einsteiger-Tipps irgendwie. Das war noch nie mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Und thematisch finde ich es jetzt auch nicht so spannend, das jetzt Ganze hier zu behandeln. Wild Wild Racing. Tekken Tag Tournament. Das ist auch krass. Ich meine, klar, es ist Content für die Zeitung. Aber ganz ehrlich, ich würde niemals in diese Zeitung gucken, um mir diese Tipps hier anzugucken. Alleine schon aus dem Grund, also vor allem aus dem Grund, weil wenn ich mich richtig erinnere, konnte man in den Tekken-Spielen doch immer Pause drücken und dann hatte man noch die ganzen Kombos in der Liste. Also man konnte die in-game einsehen. Das ist eigentlich viel, viel besser, als jetzt hier zu gucken, oder? Aber gut. Content. Haben sie jetzt hier auch alle Kämpfe abgebildet? Das wäre natürlich auch Wahnsinn. Wie viel waren es? 34? 37? Ein Hexer aus Berufung, ein Held aus purem Zufall. Orphan. Activision. Damals, als Activision noch zu den Guten gehört hat. DVD Vision, Dezember 2006. Okay, das ist also ein anderes Magazin, ne? Auch vom gleichen Verlag mit Sicherheit. Genau, Cypress, da haben wir es. DVD-Cheatkarten zum Ausschneiden und Sammeln. Auch schön. Alternatives Outfit für Armor King. Jin im alternativen Devil-Gewand spielen. Bonuscharaktere. Geheime Bonuswagen. Da ist er, der Pac-Man-Wagen. Den haben wir ja schon mal gesehen. Zum Ausschneiden. Ridge Racer Tekken Tag Tournament Cheatcards. Die beste Taktik. International Superstar Soccer. Ah, Tipps für den Bowling-Modus. Na gut, okay. Movies. Okay, das hatte ich auch schon mal am Anfang erzählt. Ne? Movies ist jetzt auch so ein Thema, was ich hier tatsächlich auch ihr skippen würde. Wie gesagt, ich möchte den Fokus in diesem Format definitiv auf die Spiele legen. Aber wir blättern es natürlich mal durch. Movie News. Sexspiele für die PlayStation 2. Okay, na, das müssen wir uns natürlich. Also, na, das ist natürlich. Das wird mir jetzt die Klicks bringen, die ich brauche. Sex Sales. Wahrscheinlich werde ich das hier zum Thumbnail machen. Ja, und noch ein paar Emojis reinknallen und meine Fresse, wie ich irgendwie empört gucke. Und dann habe ich mein Clickbait-Video. Nice. Okay, Sexspiele für die PlayStation 2. Der Sexfilmproduzent Vivid will mit interaktiven PS2-DVDs Kasse machen. Da ihr auf der PS2 bekanntlich DVDs abspielen könnt, erweitert sich durch Next-Generation-Videospiele auch die Zielgruppe für die populäre DVD-Gattung. Sexfilme für Erwachsene. Okay, ich
Warum muss man das Erwachsene noch erwähnen? Das würde ja, okay, lassen wir das. Für Erwachsene. Die weltweit führenden Anbieter Vivid gehen sogar noch einen Schritt weiter und kündigen erotische Spiele für die PS2 an. Zunächst sind zwei interaktive Sexprogramme geplant. Durch das Lösen von simplen Minispielchen werden nackte Tatsachen freigeschaltet. Mehr ist über das Konzept noch nicht bekannt. Okay, ich kann mir schon denken, was es gibt. Unzählige Spiele auf Steam und irgendwelche billigen Handygames, die genau dieses Prinzip aufgreifen. So, nicht, dass ich das kenne, habe ich mir sagen lassen, dass es gibt. Ich habe keine Ahnung davon natürlich. Sonys Verantwortliche planen zwar rechtliche Schritte gegen die unerwünschte PS2-Software, doch erscheint dies aufgrund der Rechtslage ziemlich aussichtslos. Denn Vivid spricht nicht die speziellen PS2-Chips, sondern den DVD-Prozessor an. Und dafür ist keine Sony-Lizenz notwendig. Vivid starts bald auf PS2-DVDs. Verrückt. Okay, Otto der Katastrophenfilm. Achtung, Friesenalarm. Die DVD bleibt auf der Überholspur. Na, es ist schon eine Weile her, ne? Endlich, DreamWorks DVDs kommen jetzt nach Good Old Germany. The Fighting Legend now for PlayStation 2, Street Fighter X3. Stimmt, was damit? Haben wir noch gar nichts gehört, oder? Aber offensichtlich wird es ja entwickelt. Aber vielleicht ist es noch, weiß ich nicht, gab es das zu dem Zeitpunkt schon? Wundert mich, dass wir davon noch gar nichts gehört haben in dem Magazin. Naja. Stuart Little, der talentierte Mr. Ripley, Tarzan, End of Days und der 13. Krieger. Ich glaube, das Einzige, was ich von diesem Film hier wirklich gesehen habe, war der 13. Krieger und der war, glaube ich, ziemlich gut. Naja. Have a nice trip, PlayStation 2. Ridge Racer. Komm ins Land, in dem es kein Speedlimits gibt und der Adrenalinrausch regiert. Komm nach Ridge City. Das heißeste Rennen, das der Asphalt je erlebt hat, wartet auf dich. Die atemberaubende Technik der PlayStation 2 unterliegt mit dem Soundtrack von Mick van Dyk oder so, keine Ahnung, wird dir die Tränen in die Augen treiben. Ein Soundtrack treibt mit Tränen in die Augen? Warum? Warum sollte der das machen? Have a nice trip. Aber die Werbung ist ganz cool. Not bad. Lost World, Jurassic Park, Insider, Man in Black, Hercules, das große Krabbeln, Star Trek, der erste Kontakt und Matrix. Computerhacker Neo findet heraus, dass die Welt, in der wir leben, nicht real ist. Die Matrix, eine Scheinwelt, soll die Menschen abhalten, ihre Existenz als Maschinensklaven zu erkennen. Ist Neo wirklich der Retter der Menschheit? Gnadenlose Wächter drohen, die Widerstandsgruppe zu zerschlagen. Der Sci-Fi-Knüller des letzten Jahres glänzt mit sterilen Blautönen, neuartigen Zeitlupe-Kameratricks, Bullet-Time und nicht zuletzt durch gnadenlose Akustik-Trommelfeuer. Die bedrückende Story wird perfekt visualisiert, auch bei mehrfachen Ansehen wird's ob der Bild- und Tonbrillanz nicht langweilig. Pflichtprogramm für Sci-Fi-Fans. Ja, keine Ahnung, Matrix. Definitiv auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Schade, dass es nur einen Teil gibt. Payback, Three Kings, Echoes, Sleepy Hollow, Neuheiten und Charts, DVD-Charts. Auf Platz 1, Lola Rennt Special Edition. Platz 2, Soldat James Ryan. 3, Blair Witch Project. 4, Sleepy Hollow. 5, Der Sturm. 6, Eiskalte Engel. The Big Lebowski, sehr gut. Auf Platz 7, The Boat Director's Cut. Auf Platz 8, Independence Day. Auf Platz 9 und Mars Attacks auf Platz 10. Da haben wir noch eine Vorschau, aber gut. OPM2 Leserumfrage. Mitmachen und gewinnen. Wir wollen wissen, was ihr vom OPM2 haltet. Deshalb starten wir zur Erstausgabe unsere große Leserbefragung Mitmachen. Das offizielle PlayStation 2 Magazin. Wie gefällt euch das offizielle PlayStation 2 Magazin? Wie lange liest du im Schnitt in einer Ausgabe von das offizielle PlayStation 2 Magazin? Tja, wie viele Stunden waren das jetzt? Wir können ja mal dran teilnehmen. Mal gucken, was zurückkommt. Welche anderen Spielezeitschriften liest du regelmäßig? Was gibt's denn so? Playzone, Playfun Magazine, PSG, Powerstation, PSM2, Play, The Playstation, Players, das offizielle PlayStation Magazin, Soft Sale, Cheat, Checker, Expert, Fun Generation, Maniac, Videogames, Megafun, PC Games, GameStar, PC Action, PC Joker. Ich glaube, die kenne ich fast alle.
weil hier kenne ich, glaube ich, nur die wenigsten. Playzone kenne ich, glaube ich, Playfun Magazine eventuell. Naja, und das offizielle PlayStation Magazin, aber hier das alles nie gehört. Absolut keine Ahnung. Wie nutzt du Anzeigen in das offizielle PlayStation 2 Magazin? Wie viel ist dir eine PlayStation 2 Heft mit Demo-CD wert? Schön, okay, naja. Ach, hier geht's natürlich noch weiter. Wie stark, naja, okay, es ist halt eine Umfrage. Hightech, die Technik der PlayStation 2. Zubehörneuheiten, mehr Spaß mit PS2. Mit der PlayStation 2 steht nicht nur eine Spielekonsole im Wohnzimmer. Die PS2 ist durch Zukunftssicherheit, vielfältige Anschlüsse und Buchsen sowie jede Menge Zubehör in den nächsten Jahren der Mittelpunkt für Unterhaltung und Freizeit zu Hause. Zu Beginn jeder Hightech-Rubrik stellen wir in den News aktuelles Zubehör und neue Technik-Gimmicks für die PS2 vor. Danach seid ihr im Bilde, was sich auf dem Markt tut und auf welche Controller, Anschlusskabel und andere Gadgets ihr euch freuen könnt. Dann folgen informative Features, die für Durchblick im Technik-Dschungel sorgen. OPN 2 erklärt in jeder Ausgabe, was im Inneren der PlayStation 2 vorgeht. Dabei legen wir Wert auf praxisnahe, verständliche Informationen statt Fachchinesisch und Firren, Technik, bla bla. Wie schließe ich die PS2 an? Welchen Computertechnik schlummert in der PS2? Welches Zubehör soll man kaufen? Welches besser nicht? In der aktuellen Ausgabe beleuchten wir Ein- und Ausgänge der Konsole, erläutern Einsteigern Fachbegriffe aus der PS2-Welt und antworten auf 30 brennende Fragen zur Konsole, dem brandneuen Controller und der 8M-Speicherkarte der PS2. Und jetzt viel Spaß in der Hightech-Welt der PlayStation 2. Na, dann schauen wir uns das mal an. Also würde ich jetzt vielleicht auch nicht so ganz im Detail drauf eingehen wollen, aber wir gucken mal. Gerade so Zubehörgeschichten können ja auch ganz interessant sein. Hightech News, Wissenswertes aus der Welt der PlayStation-Technik. OPN 2 präsentiert neues Zubehör und interessante Technologieentwicklungen. Dual Impact 2 Standard-Controller von Interact. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, so Drittanbieter-Controller war immer irgendwie nie mein Ding. Ein einziges Mal habe ich mir so einen Drittanbieter-Teil für die PlayStation geholt und das Ding war einfach Schrott. Deswegen lieber zum Original greifen, kostet zwar mehr, aber da weiß man, wie es was man hat. Preiswerte Multitap-Alternativen. Na gut, in der Hinsicht, da würde ich vielleicht auch sagen, okay, warum nicht, ja? Wenn da irgendwie der Adapter, keine Ahnung, nur ein Teil des Geldes kostet und das gleiche macht, dann sehe ich das ein, wobei das Ding hier auch 80 D-Mark gekostet hat, ey. Krass. Storm Chaser, der Profi-Controller. Sieht fast eigentlich gleich aus, ne? Ist wahrscheinlich von der gleichen, nee, ist nicht von der gleichen Firma, ist auch interessant. Dual Impact, Interact und, ach doch, Interact, alles klar, nee, doch, gut. Dann erklärt das natürlich auch die Ähnlichkeit in Sachen Design. Playworks PS2000, Lautsprechersystem von Creative. Das war nach Zeiten, Alter. Logitech, Creative, Soundsysteme. Gibt's heute bestimmt auch noch, ne? Aber weiß ich gar nicht, welchen Stellenwert das heute noch so ehrlich gesagt hat. Virtuelle Realität. Ach, guck mal. Naja, das ist ein Thema, was immer mal wieder aufkam über Jahrzehnte. Das ist verrückt. Virtuelle Realität, Head-Mounted Display für PS2. Schon damals war der Traum da. Olympus arbeitet an einem bezahlbaren Virtual Reality Brille, an einer bezahlbaren Virtual Reality Brille für die PlayStation 2. Olympus hat sein iTrack FMD 20P Head-Mounted Display für die PlayStation 2 vorgestellt. Ähnlich einer Brille wird das Gerät am Kopf montiert. Da die beiden Displays direkt vor den Augen liegen, dürfte das Spielerlebnis gigantisch sein. Wie wenn ihr vor einer riesigen Leinwand spielt. Angeschlossen wird iTrack FMD 20P am AV-Eingang eurer PlayStation 2. Der USB-Port dient zusätzlich als Stromquelle. Ein separates Netzteil ist nicht notwendig. Mit einem Gewicht von nur 85 Gramm ist das krass. Olympus Brillendisplay, das mit Abstand leichteste seiner Art. Der Hersteller strebt in Japan einen Verkaufspreis unter 1000 Mark an. Ob das iTrack-Display auch in Deutschland veröffentlicht wird, hat Olympus noch nicht entschieden. Also auch sehr interessant, sollte man vielleicht auch mal nachrecherchieren, was daraus eigentlich geworden ist. Aber verrückt, ey. 20 Jahre her, aber da gab es diese Vision natürlich auch schon. Ich meine, in der Industrie zum Beispiel war das ja eh nochmal was ganz anderes. Da gab es sowas wahrscheinlich auch schon im Einsatz, ja. Aber so im Consumer Market ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aibo, Sonys Hightech-Roboterkatze für den Hausgebrauch. Ich dachte, das wäre ein Hund gewesen. Interessant. Eine Katze, die auf eure Worte hört, nicht hart und immer stubenrein ist. Sonys moderne Cybercat Aibo ist das perfekte Haustier.
Preis 3500 D-Mark. Faszinierendes Hightech-Spielzeug für gut Betuchte. Aibo macht modernste Robotertechnologie bezahlbar. Die metallene Cyberkatze ist Hightech, denn sie hat zahlreiche Sensoren eingebaut und reagiert auf Temperatur, Geräusche sowie Berührungen am Kopf, Rücken, Kinn und hinter den Beinen. Aibo bewegt Ohren, Kopf, Schwanz, Maul und Beine durch 4 LEDs im Gesicht und 2 am Schwanz, drückt Aibo Gefühle wie Freude, Zorn, Angst und Erregung aus. Aibo hört auf euer Wort und merkt sich sogar den Namen, den ihr der Roboterkatze gebt. Insgesamt 40 Worte kann Aibo behalten. Dank der eingebauten Kamera vermeidet das 1,5 Kilogramm schwere Kätzchen nicht nur Karambolagen mit Möbeln oder Türen, sondern schießt auch auf Kommando Fotos seiner Umgebung und speichert diese auf Memory Stick. Abgefahren. Im letzten Jahr wurde die erste Aibo-Generation ein Robohund. Ah, okay, das ist die nächste Generation, alles klar. In Japan veröffentlicht, in Windeseile wurde das Hightech-Spielzeug zum begehrten Sammelobjekt. Die riesige Nachfrage trieb den Preis schnell auf über 10.000 Mark hoch. Bei der zweiten Aibo-Generation ist die Stückzahl unbegrenzt. Anfangs kostet die Roboterkatze 3.500 D-Mark. Bestellen könnt ihr Aibo telefonisch und im Internet. Die Cyber-Mieze gibt's in 3 Metallic-Farben. Okay, ich meine, ich stehe ja eigentlich so auf so Tech-Scheiß und so ein Kram, aber das ist, nee. Also, dann lieber eine echte Katze, die ist wesentlich schmusiger und gibt einen, glaube ich, dann doch auch wesentlich mehr zurück. Und ist wahrscheinlich auch günstiger. Na gut, okay. Vielleicht in der Anschaffung, aber im Unterhalt dann nicht mehr. Aber gut, anderes Thema. Unter der Lupe. PlayStation 2, Anschluss und Anwendung, mehr als eine Spielekonsole. OPM 2 zeigt ausführlich und leicht verständlich, was in eurem Computer-Entertainment-System PlayStation 2 wirklich steckt. Standby-Reset-Schalter, Laufwerksschalter, DVD-Laufwerk, iLink-Anschluss, USB-Anschlüsse, Controller-Anschlüsse, Memory-Card-Steckplätze. Auf der Rückseite schließt ihr das Strom- und ein Video-Audio-Kabel an. Außerdem befindet sich hier auch der Ein- und Auskippschalter, mit dem ihr die PS2 vom Stromnetz trennt. Digital-Out, Stromanschluss, On-Off-Schalter, AV-Ausgang, Festplatteneinschub. Den Festplatteneinschub hat Sony erst nachträglich in die PlayStation 2 eingebaut, bei der japanischen PS2 fehlt dieser. Deshalb dürfen nur amerikanische und europäische Käufer hier eine 3,5 Zoll Festplatte einstecken, die Sony im Laufe des nächsten Jahres auf den Markt bringt. Kapazität und Preis sind noch unbekannt, die Festplatte verschwindet übrigens vollständig im Gehäuseschacht. Mehr über die Einsatzmöglichkeiten der PS2 Festplatte lest ihr auf der nächsten Doppelseite. Künftige PS2-Anwendungen, Modem. Da haben wir es. Spätestens Ende 2001 ist die PlayStation 2 internettauglich. Ihr werdet ein spezielles Highspeed-Modem mit mehrfach ISDN-Geschwindigkeit anschließen können, das euch ganz neue Möglichkeiten offenbart. In interaktiven Quizshows, E-Commerce, Bildtelefonie, Begriffe, die auf der PS2 bald Realität werden. Viele PlayStation 2-Spiele werden bereits mit Online-Features versehen. Ihr könnt Zusatzlevels aus dem Internet laden und natürlich auch online gegeneinander spielen. Sony hat sogar schon Pläne für eine weltweite Spielerliga in der Schublade. Wollt ihr die besten Ridge Racer der Welt werden? Übt schon mal. Natürlich dürft ihr auch im Internet surfen, E-Mails verschicken und mit Freunden und PS2-Fans weltweit chatten. Und das geht schneller, als es PC-Nutzer mit Modem oder ISDN gewohnt sind. Egal ob Sony auf ADSL-Kabel oder Satellitenmodem setzen wird, mit eurer PlayStation 2 erlebt ihr spätestens in einem Jahr ein ganz neues Internet. Lest OPM 2 und ihr wisst rechtzeitig, wann es losgeht. Sehr, sehr, sehr spannend. 300 bis 400 Mark nur fürs Modem, ey. Und tschüss. Krass. Ich glaube, das ist nie rausgekommen, oder? Das ging nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, aber ich glaube nicht. Das hätte man doch irgendwie mal mitgekriegt, oder? Wenn man das so früher gelesen hat, dann hätte man sich nur, also keine Ahnung, das ist eine absolute Traumvorstellung gewesen, würde ich mal sagen, ja, wie cool das klingt, so geil, chatten mit Leuten und so und irgendwie eine Online-Rangliste und. Ja, heutzutage ist es alles komplett normal, aber ich finde, das, was wir heute haben, hat halt irgendwie null Magie. Also vielleicht, weil wir es auch gewohnt sind mit Sicherheit, ja, gar keine Frage, aber irgendwie, das hier hat so einen gewissen Oldschool-Charakter und ja, mittlerweile ist es halt einfach gang und gäbe. Naja. So, Festplatte, Tastatur und Maus, Mikrofon, Digitalkamera und Drucker. Es war schon der Weg eigentlich Richtung Minicomputer im Endeffekt, wenn man will. Ne? Irgendwann waren die Konsolen nicht mehr einfach nur noch Plug and Play. Und ich meine, heutzutage sind es einfach PCs, wenn du so willst. PlayStation 2, die Anwendung. Was könnt ihr mit der PlayStation 2 jetzt machen?
Spiele spielen, Filme gucken, Musik-CDs abspielen, PlayStation und PS1-Spiele spielen. Was könnt ihr in der Zukunft machen? Im Internet surfen, übers Internet spielen, Spieldaten und komplette PS2-Spiele auf Festplatte speichern, über eine Digitalkamera eigene Bilder in PS2-Spiele einbauen, einen Drucker anschließen und eigene Bilder ausdrucken, über ein Mikrofon mit Personen im Spiel kommunizieren. Naja. Also keine Ahnung, was davon umgesetzt würde. Ich würde fast sagen, fast nichts. Aber keine Ahnung. Vielleicht ist was als Nischenprodukt rausgekommen. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. Kein Plan, aber ich hätte auf alle Fälle Lust, mal mich dahingehend dann doch nochmal irgendwie schlau zu machen, jetzt wo ich das hier so vor mir sehe. Verrückt, echt eine andere Zeit. Die PlayStation 2 Fragestunde. Welche Funktion hat der neue PS2-Controller im Vergleich zum alten? Macht das analoge Gasgeben per Knopfdruck eigentlich Sinn und wie fühlt es sich an? Kann ich auch DVD und Spiele Importe abspielen? Nein, es ist nicht möglich. Ach, das war noch die Zeit, wo Leute die Konsolen umgebaut haben, oder? Genau, hier steht ja auch, das Gerät ohne Umbau, Import, okay, stimmt, da war ja auch mal was. Welches Anschlusskabel zum Fernseher soll ich benutzen? Na gut, okay. Okay, dann haben wir Festplatte, PlayStation, genau, dann haben wir jetzt hier noch die Memory Card Fragerunde. Was haben wir hier? Rechtzeitig die Taste gefunden. Achso, das ist so ein Doppelungsdings, okay. Rechtzeitig die richtige Taste gefunden. Offensichtlich nicht. Der erfahrenste Hersteller von innovativen PC- und Spielekonsolen-Equipment. Interact. Achso, das sind hier, genau, das sind die mit dem Controller, okay. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Also seit vorhin zum ersten Mal quasi. PS2 komplett, das PlayStation 2 Lexikon. Was steckt in der PS2? Technische Fachbegriffe verständlich erklärt. Abwärtskompatibilität, Analog, Anti-Aliasing, Co-Prozessor, CD-ROM, Cache, Busbreite, Bus, Bit, CPU, Digital, Dolby Digital, DTS, DualShock 2 und DVD. Alles Begriffe, die dem einen oder anderen sicherlich mehr oder weniger sagen. Ich denke, das müssen wir jetzt hier nicht nochmal unter die Lupe nehmen. Weiter geht's mit Emotion Engine, FPU, G-Flops, Harddisk, I-Link, IOP Interface, Kutagari, okay, das kenne ich tatsächlich, also das sagt mir gar nichts. Ken Kutagari, Präsident und Geschäftsführer von Sony Computer Entertainment, achso, gilt als Vater der PlayStation, aha, wieder was gelernt, Kutagari, okay. Magic Gate, Pixel, oh, kleinste adressierbare Einheit, Punkt, bei der Bildausgabe auf einem Monitor. Polygon, PCMCIA, PAL, MPEG 2, Memory Card, RAM, RGB, RISC, ROM, Taktfrequenz, USB. Hightech Leserforum. Willkommen im Hightech Leserforum. In dieser Rubrik beantworten wir zukünftig technische Fragen, die ihr zur PlayStation 2 Hardware und Zubehörteilen habt. Für das erste Mal haben wir Fragen aus dem OPM1 Leserpost beantwortet, die den ein oder anderen frisch gebackenen PlayStation 2 Besitzer quälen könnten. Können wir zumindest mal überfliegen, welches Nutzen hat der horizontale Ständer für die PlayStation 2? Ich will meine PlayStation 2 an einem Dolby Digital Receiver anschließen. Welches Zubehör benötige ich? Auch wenn ich meine PlayStation 2 ausschalte, brennt immer noch das rote Licht an der Vorderseite. Wieso schaltet das Gerät damit nicht ganz aus? Fällt die Spiele-CD-DVD nicht aus der CD-Schublade heraus, wenn ich die PlayStation 2 vertikal aufstelle? Lege ich ein PlayStation 1-Spiel in die PS2 ein, kann ich keine merkliche Verbesserung der Grafik sehen. Wo finde ich die passenden Optionen, um die Texturen zu glätten? Sobald ich die PlayStation 2 über ein RGB-Kabel an meinen Fernseher anschließe, hat das Bild einen starken Grünstich. Ist das Gerät oder das Kabel defekt? Die PS2-Produktion läuft auf Hochtouren. Fakten der PS2-Fertigung. Deshalb kommen nur 100.000 PS2 nach Deutschland. Die Nachfrage für die brandneue PS2 übersteigt das Angebot bei weitem. Deutschland muss sich zum Start mit 100.000 Stück zufrieden geben. Grund für diese Lieferengpässe sind die Grafikchips der PS2. Sony kann weltweit leider nur 1 Million Chips pro Monat herstellen. Daraus resultieren auch die geringe Auslieferungsmenge für den deutschen Markt. Aber das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Die Chipfertigung läuft im Moment in Sonderschichten. Was haben wir hier? Die himmlische Ausgabe, Blond, das neue Lifestyle-Magazin. Mhm. Nur hier gewinnt, geschenkt, das Geschenke für über 50.000 Mark. Na gut, wie auch immer.
Und damit sind wir auf der letzten Seite angekommen. Der Ausblick auf die nächste Ausgabe. Ach, guck mal, na, da haben wir es jetzt auch bestätigt. Die nächste Ausgabe kommt am 3.1.2001. Also ist das tatsächlich die im Dezember erschienen. Also sie kam tatsächlich im Dezember 2000 raus. Aber ist halt dennoch dann die Januar-Ausgabe gewesen. So hatte ich das halt auch irgendwie dann doch noch in Erinnerung. Okay, was haben wir denn in der nächsten Ausgabe? Die nächste Ausgabe hat's in sich. Game-Ausblick. Unreal Tournament, Dead or Alive 2, Hardcore, Summoner, Time Splitters, Kessen, Rayman, Revolution. Gut, Filme, der Sturm, Hightech-Ausblick, Infos, Hintergründe und Praxistipps zu allen technischen Fragen, Zubehör, Anschlüssen und Digital Sounds. Erst schießen, dann Fragen. Unreal Tournament. Besser wäre noch erst Fraggen, dann Fragen, aber gut, lassen wir das mal. Unreal Tournament, der Ego-Shooter-Hit im gnadenlosen Herd-Test. Voll auf die 12, Dead or Alive 2 Hardcore. Lang erwartet, endlich da. Liest den Test. Monster, Mythen und Magie. Summoner, das erste PS2-Rollenspiel, unterzieht sich der OPM-2-Prüfung. Timesplitters, kugelsicher oder Knieschuss. Die Testversion ist da. Kessen, das Strategie-Epos auf Herz und Nieren geprüft. Rayman Revolution. Wie gut springt der Knuddelheld auf der PS2? Exklusive OPM2-Demo-CD, vollgepackt mit nagelneuen spielbaren Demos und spannenden Filmen zum kommenden Neuerscheinungen. Wer sich das entgehen lässt, ist selber schuld. Da hört ihr es. Okay, hier haben wir Impressumskram und nochmal Theo Kranz Gameplay Joysoft Werbung. Genau, das ist im Endeffekt, glaube ich, sogar, oder ist es nicht sogar der gleiche Druck, was wir vorhin gesehen hatten auf der Doppelseite? Kommt mir jedenfalls auf alle Fälle vertraut vor, sagen wir es mal so. Okay, was haben wir hier noch? The Original Stores with Jordan 11. Available at the Original Stores now Retro. Just Flavor. Okay, ich habe das Gefühl, hier geht es nicht um Spiele. Das war Episode 5 von 5 und damit die letzte der ersten Ausgabe meines neuen Formats Retro. Wir haben uns gemeinsam das offizielle PlayStation 2 Magazin ebenfalls in Ausgabe 1 angeschaut und ein wenig in Nostalgie geblättert. Mit Nostalgie geht's natürlich auch weiter und zwar in der nächsten Ausgabe von Retro. Welches Magazin wir uns da anschauen, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, aber ich denke, ich werde schon irgendwas Gutes finden. Ihr habt Ideen, Anregungen oder Kritik zum Format, dann gerne in den Kommentarbereich damit sich das Format in Zukunft entwickeln kann. Über ein Like freue nicht nur ich mich, sondern auch der YouTube-Algorithmus. Ansonsten findet ihr, wie schon mehrfach erwähnt, in der Videobeschreibung Social-Media-Links, einen Link zu meinem Discord-Server und fühlt euch herzlich eingeladen, mich auf Twitch zu besuchen. Link dazu ebenfalls in der Videobeschreibung. Das war's für den Moment. Vielen Dank fürs Anschauen und dabei sein. Bis dahin, kenne deine Pixel.